Letzter Tag, letzte Runde. Es steht heute an Kampf auf der Stufe Hart, helle Seite mit der Schwierigkeitsstufe 8. Und jetzt geht's richtig los in die Vollen. Ich werde alles brauchen, was ich von euch kriegen kann, denn die Gegner sind Level 78 und mit dem normalen Phoenix-Team ist das jetzt nicht mehr zu schaffen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit dem Projekt von Null auf Galaktische Legenden. Es ist heute Tag 73 und Moment, Kamera kurz aus und ich bin noch Level 77. Also hat sich da jetzt nicht viel getan. Heute geht es weiter mit den Kämpfen der hellen Seite und zwar auf der Stufe Hart 8. In den nächsten Tagen werde ich dann die restlichen Kämpfe der Stufe der hellen Seite abschließen. Da wird es dann natürlich wesentlich einfacher gehen, aber mit der Stufe 8 wird es natürlich schon eine große Herausforderung. Ja, die letzten zwei Tage war ich jetzt semi-aktiv. Ich habe hier bei den Einsatzzielen habe ich ein paar Belohnungen, die will ich mit euch natürlich gemeinsam einfordern, nämlich diese zwei Erfolge. Da kommen nämlich jetzt auch wieder 200 Kristalle dazu und auch diese restlichen tollen Sachen, die ich da bekomme, weil meine Gilde, in der ich bin, hat eine, wo ich dabei bin, haben wir jetzt, seitdem ich dabei bin, 4 Territorialkriege gewonnen. Und nachdem meine Gilde es in diesem Fall sowieso meistens immer gewinnt, bekomme ich natürlich super Sachen und das ist natürlich absolut genial und deswegen hole ich mir das. Hier habe ich nochmal 50 weitere Kristalle und 3 Splitter für Vader. Das ist doch auch perfekt. So will ich das doch haben. Hier brauche ich noch 24 Mods und dann kommen schon die nächsten Splitter für Vader. 24, die werde ich auch demnächst haben. Und ich muss nur noch 100 Mal eine Trupparena gewinnen und dann bekomme ich dann nochmal 2 Splitter. Ach, das geht ja alles rucki zucki. So gefällt mir das doch. Ja, und 43 Kampagnen habe ich jetzt schon gewonnen beim Galaktischen Krieg. Also, das läuft auch. Hier 63, auch schon erreicht. Wie gesagt, das läuft mit dieser Gilde echt super. Aber ein bisschen zu wenig Ausrüstung an Gildenmitglieder gespendet. Das muss ich noch ändern. Das brauchen wir noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Das geht so nicht. Schauen wir mal gleich nach. Ja, und da habe ich aber auch eine Sache gemerkt. Das kann ich jemandem geben, das ist in Ordnung. Das kann ich auch jemandem geben. Und schon haben wir einen. Und zwar hier. Darauf muss ich besser achten. Den Tank Takedown. Da ist teilweise nur 1 oder 2 Stunden. Die Grube habe ich, aber den Tank Takedown habe ich nicht mitgekriegt. Entweder bin ich doof oder ich bin doof. Und ich habe mich, wie gesagt, 7 Splitter für Han Solo habe ich bekommen, weil das ging wirklich relativ fix. 7 Splitter. Han Solo. Wo ist er? Da. Habe ich jetzt schon 49. Mit den 7 heute. Ja. Aber für General Kenobi habe ich heute nichts bekommen, weil ich nicht aufgepasst habe. Da muss ich besser werden. Da muss ich deutlich besser werden. Doch, da kann ich gleich den Ewok Scout, den ich ja beim letzten Mal, da kann ich ihm den nächsten Stern verpassen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, also. Schreiten wir gleich voran. Jetzt habe ich wieder 909 Kristalle. Ach, das ist gut. Dann habe ich jetzt halt noch für drei oder vier Tage genug Kristalle, weil es kommt jetzt leider kein TB. Im TB habe ich die meisten und ich bekomme gute 200 Kristalle am Tag. Also, wie gesagt, im TB bekomme ich da genug, dass ich dann für eine ganze Woche, für 5 oder 6 Tage genug Kristalle bekomme. Aber jetzt muss ich wieder ein bisschen was aufladen, aber das mache ich erst in 2, 3 Tagen ungefähr. Also sagen wir 3 oder 4 Tage. Dann habe ich diesen Monat das erste Mal was benutzt. Ja, es lohnt sich. Also man muss schon ein bisschen Hoarding, ein bisschen, ja, vorsichtig agieren. Sagen wir es mal so. Oh, was haben wir hier? Ah, da muss ich noch warten, da kann ich nichts machen. Aber das hier, da habe ich schon 4600
Cantina, da kann ich auf jeden Fall. Vor allem die hier. Alles, was mit einer Fähnchen ist, was für meine Favoriten gedacht ist, muss ich natürlich nehmen. Und meine zwei Kandidaten sind jetzt in dieser Richtung nicht mit dabei. So, meine drei Kandidaten. Somit lasse ich das jetzt auch. Außer die hier, das kann ich mal erlauben. Das ist in Ordnung. Hier brauche ich dann später noch. Und da habe ich, was haben wir denn hier? Den Spion. Und Cat Bane. Genau. Und hier habe ich schon vorhin genommen. Ich habe leider von... 20 Omegas habe ich ja inzwischen wieder. Das ist super. Das ist genau das, was ich brauche. Und hier habe ich jetzt erstmal noch nichts dazu bekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war mir selber nicht treu genug, wie ich es normalerweise sollte. Ich habe nämlich für Sunfake, habe ich mir mal erlaubt, damit er endlich den vierten Stern bekommt, dass ich ihn da genommen habe. Und deswegen geben wir ihm jetzt auch gleich den vierten Stern. Tun wir ihn gleich verbessern. Ich habe dann auch das Leveling bei ihm erhöht. Das machen wir jetzt gleich auf die höchste Stufe. Was geht? Für Sunfake ist das notwendig. Dann kriegt er gleich den vierten Stern. Das brauche ich ihn für ihn auch unbedingt. Das geht gar nicht anders. Weil er muss verdammt viel aushalten. Dann kriegt er diese zwei Sachen. Da brauche ich Schiffstufe 78. Diese zwei kann ich ihm auch geben. Und da brauche ich Schiffstufe 80. Und hier brauche ich Ausrüstungsstufe 8, damit ich das machen kann. Und das hier würde ich jetzt in diesem Fall nicht machen, weil ich ihn nicht als Einwechselschiff benutze. Das mache ich bei anderen. Bei dem hier. Aber da brauche ich die Schiffstufe 75. Aber dafür habe ich jetzt nicht mehr genug Kohle. Das geht jetzt bei diesem Schiff nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber diesen Schiff... Moment. Aber ich benutze wahrscheinlich... Jetzt haben wir natürlich wieder hier alle drei. Mehr. Ich kann sowieso nichts machen. Hier habe ich jetzt sowieso alles auf der Rang 2 inzwischen geschafft. Mit meinen Geonosianern klappt das eigentlich recht gut. Aber ich muss jetzt bald Stufe 78, damit ich hier den Rang 3 versuchen kann. Weil dann bekomme ich nämlich endlich diese Violetten. Und die brauche ich unbedingt. Von den Stufe 4 Schiffen kann ich jetzt erstmal noch nichts holen. Weil ich zu wenig helle Seite oder in diesem Fall die dunkle Seite habe ich zu wenige. Ich brauche nämlich Schiffe mit 4 Sternen und da habe ich zu wenige. Da muss ich noch ein bisschen Nacharbeit leisten. Genau. Ja, das wird trotzdem, selbst wenn ich jetzt noch einmal warte, die 10 Minuten warte, wird es auch nichts werden. Ja, hier kann ich nochmal. Ja, die hier bekommt, da bekomme ich, muss ich schön sammeln. Vielleicht kann ich jetzt Sunfake dann heute jetzt dann auch gleich auf Stufe 8 bringen. Muss ich mal schauen. So. Schauen wir doch gleich mal, ob ich Sunfake auf Stufe 8 bringen kann. Das wär's doch. Das wäre doch perfekt. Also, das hier. Das geben wir ihm. An diesem hakt's. Okay. An diesem Teil hakt's. Okay. Genau. Deswegen kann ich nicht... Die restlichen können wir dann... Das können wir ihm gleich geben. Das ist für das Schiff relativ wichtig. Und das geben wir ihm auch. Dann ein bisschen die Fähigkeiten pushen. Genau, die Schwarmstrategien. So, und dann lassen wir den Rest erstmal noch offen. Ja, und dann brauche ich halt noch 15 von diesen Teilen hier. Dann kann ich ihn auf Ausrüstungsstufe 8 bekommen und dann wird das Schiff deutlich stärker. Und das brauche ich auch unbedingt. Das ist leider so, so wichtig. Genauso wie bei Bastila Schan. Aber da komme ich heute... Wahrscheinlich, dass ich sie endlich auf Ausrüstungsstufe 7 bringen kann. Da brauche ich nur drei Teile. Das ist nicht ernst gemeint, was ich jetzt gerade sage. Entschuldigung, Leute. Man soll keine Scherze über sowas machen. Aber das ist jetzt gerade irgendwie über mich gekommen.
Sorry dafür. Man soll sich nicht über andere Leute lustig machen. Das habe ich gerade getan. Dafür entschuldige ich mich. Das war jetzt nur ein Versehen. Also, machen wir weiter. Oh, 24.000. Da werde ich wieder mal was... Da werde ich wieder mal was machen. Legen wir gleich los. Bisschen Zeit haben wir. Und ich werde es da... Wir machen das jetzt so. Ich werde das hier ganz schnell durch. Mal sehen, ob was Interessantes dabei ist. Ich habe 24.000. Das tun wir mal komplett durchballern. Ich mache jetzt die Kamera aus und werde das hier komplett durchziehen. Und wenn was Interessantes dabei kommt, dann werde ich natürlich anhalten. Aber ansonsten geht das Ganze nur im Schnelldurchgang. Also, bis gleich dann. Also insgesamt muss man sagen, nichts wirklich Weltbewegendes. 20 Splitter für den Schneetruppler, das ist auch das Einzige. Ich kann ihn jetzt schon auf dem 5. Stern und das habe ich nur durch diese hier bekommen. Aber ansonsten ist das jetzt alles hier nichts besonders Weltbewegendes. Einmal für den IG-Dingsbumster, für diesen anderen IG da. Aber ansonsten war das jetzt eher mau. Ein paar blaue Fertigteile, also... Nicht wirklich, was man sagen kann, was man Interessantes braucht. So, jetzt machen wir erstmal was wirklich Interessantes, nämlich die Kämpfe. Also, fangen wir an. Also, wir haben 4 Kämpfe vor uns. Kostenpunkt 20 Energie. Also, wir nehmen natürlich das Phoenix-Team und in diesem Fall nehme ich jetzt halt mir aber auch eine gute Verstärkung. Fangen wir an mit dem, wir nehmen Commander Luke vom Fluffy. Das ist auch eine sehr, sehr gute Ergänzung und mit ihm sollte ich das, mit diesem Team das schaffen. Ich werde mir jetzt auch starke Verbündete holen. 4 Stück werde ich mit Sicherheit auf die Beine bringen. So, einmal hier. Das hier und dann genau. So, jetzt tun wir schnell tanken, damit nichts passieren kann. Wir kämpfen mit dem guten Commander Luke. Ich mache da schön ein AOE und das passt. So, dann, wir schicken Commander Luke vor. Ah, sehr gut, und jetzt weg. Sehr gut. Jetzt tanken wir gleich wieder. Tun wir den Vollstrecker erledigen. Der macht wieder AOE. Und kriegt gleichzeitig dann die Quittung. So, und dann haben wir nur noch das Maul. Oh, der versteckt sich gleich wieder hinter seinem Druiden. So. Wir greifen gleich das Maul an. So. Das Phoenix-Team erledigt. Nee, in diesem Fall nicht. Da greifen wir gemeinsam an. Ah, er hat betäubt. Wunderbar. Und weg mit dem. So, der erste. Ja, es kann auch sein, dass... Also so stark waren die Gegner jetzt nicht, dass ich was hätte... So, jetzt hat. Muss ich mich bequem hinsetzen. Dass ich es sogar unter Umständen geschafft hätte. Aber ich will es nicht riskieren. Gehen wir auf Nummer sicher. Oh, guter Druidiker. Das ist zum Beispiel auch ein Knotenpunkt, der sehr, 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 sehr wichtig ist, weil er natürlich den Druidiker mit dazu hat und natürlich dieses Schiff hier, die Xanadu Blood. Die Xanadu Blood ist natürlich auch für das Schiff, für den Millennium Falcon wichtig, weil mit dem kannst du dieses Schiff freischalten. Also, Knoten, wichtig. So, jetzt nehmen wir mit... ich kann sonst... Da
Wir nehmen Bastiler Schaden mit. Ist von meinem eigenen Let's Play Account mitgenommen. Und jetzt schicken wir. Und wir kämpfen mit ihr. Sehr gut. Was ich schade finde, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, dass sie den Scout-Truppler nicht ins Spiel gebracht haben. Das wäre bestimmt eine sehr interessante Entwicklung für die Truppler. Ein zusätzlicher Truppler mit dazu. Das wäre bestimmt. Der letzte Truppler war, glaube ich, der Distanztruppler, den sie bekommen haben. Aber der Scout-Truppler, der wäre bestimmt. Weil das ist so. Auch wäre halt ein guter Unterstützer. Wäre bestimmt nicht verkehrt. Also als Angreifer, je nachdem. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es bestimmt Spaß machen würde. So, Vader. Also, geht's los. So. Wir schicken Bastila Shan vor. Jetzt hat sie Fähigkeitenblockade. Wir tanken, damit nichts passiert. Dann kann überhaupt nichts mehr passieren. Wir schicken. Gehen wir dabei. Mit. Sehr gut. Dann schicken wir ihn vor. So. Und damit ist die zweite Stufe jetzt auch geschafft. Genau. Dieser Knoten ist auch ein sehr wichtiger, den ich sowieso brauche. Das ist für mich jetzt auch ein sehr, sehr wichtiger, weil ja meine galaktischen Legenden kommen mit diesem Knoten. Werde wahrscheinlich jetzt meine ersten Splitter. Wir nehmen jetzt von guten Personalform den Rex. In diesem Fall wird das, passt er ja natürlich nicht optimal mit dazu, weil das. So. Wir machen mit Rex. Und nochmal. Immer nur ein, das ist langweilig. Jawohl. Sehr gut. Oh, den ersten Spion, der kann nämlich böse zuhauen. So, jetzt kommen die restlichen B1-Kampfdruiden. Eieiei. So. Und jetzt haben wir natürlich auch gleich wieder gegen. Oh, super böse. Da. Sekunde. Gehen wir erstmal auf die Soldaten. So. Ja, den ersten. Jetzt auf den Spion. Da, der erste ist raus. Und jetzt schauen wir uns da. Ja, da kommt nichts. Nicht so die Welt. Das ist mein erster Angriff, den ich zulasse. So, dritte Stufe geschafft und meine ersten Splitter für Finn, vermutlich sind es zwei, oder? Genau. So, und jetzt kommt das, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe. Wir nehmen Yoda mit, komm, vom Star Wars Gamer. Ja, in der Gilde war ich auch kurzzeitig beim Star Wars Gamer.
War eine sehr schöne Zeit, aber das hätte mich langfristig nichts gebracht. Da bin ich auch mit in diesem Account drin gewesen. Genau, hier mit dieser Guild, mit hier war ich kurzzeitig mal drin, bis ich dann zu Exegol gekommen bin. Und da muss ich sagen, das war definitiv, auch wenn es eine schöne Zeit gewesen ist, mit Sicherheit die bessere Wahl. So. Genau so wollte ich das haben. Der Spion kann nichts machen. Er trifft nur Weitblick und das ist genau das, was er machen soll. Und jetzt haben wir Count Dooku, Karadriks Lieblingsfigur. So, trotzdem kriegt jetzt Count Dooku eins auf die Mütze. So, nein, wir greifen nicht Count Dooku an. Wir verstärken den. Sekunde, jetzt schicken wir. So. Wir greifen mit Yoda Count Dooku an. Boah, der Schutz ist schon ziemlich weit runter. So, aber kein Weitblick. Das ist schlecht. So, Count Dooku ist weg. Und jetzt die restlichen Droiden sind jetzt nun wirklich kein Problem mehr. Wunderbar, Ziel erreicht für heute. Wie gesagt, vielleicht hätte ich es auch ohne euch geschafft, aber ich habe jetzt kein Splitter für die Hound Tooth bekommen. Aber so schlimm ist es nicht. Dies mache ich jetzt sowieso nur, damit ich diesen Charakter, dass ich Splitter für hier sammle, weil ich kann sowieso erst auf Stufe 9 Bosk farmen. Aber das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und jetzt haben wir schon wieder zwei Stufen abgeschlossen. 5 für Vader. Und natürlich die Gilden. Sehr gut. So, jetzt geht's dann gleich hier weiter. So, das nächste, was passieren wird. Die Kopfgeldjäger. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist das gute Stück? Da ist er. Tu mal als Favorit machen, damit ich ihn auch gleichzeitig damit ich ihn auch ein bisschen farme. So, jetzt klappt's. Also, wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir die genosianischen Soldaten endlich auf den 6. Stern verpasst. Sanfek hat jetzt schon 52, jetzt fehlen noch 48. Der Spion hat jetzt 2, also die sind alle schon relativ weit. Demnächst werde ich Palpatine auf den 7. Stern verpassen. Das wird mein erster Legendärer mit dem 7. Stern und danach aber und parallel dazu auch Großadmiral Thrawn auf dem 6. und 7. Stern. Das wird jetzt demnächst passieren. Ich könnte es, glaube ich, Palpatine auf jeden Fall hinkriegen, aber Vader, Thrawn dagegen ist schon eine andere Hausnummer. So, 93 brauche ich jetzt. Mal sehen, wie viel es heute werden. Stopp. So, jetzt geht's weiter. Also, 5 beim ersten Mal bei 5 Versuchen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Dafür beim zweiten Mal gar nichts. Beim dritten Mal gar nichts. Jetzt wieder 3, 8... 10, 11, 13, bleibt dabei, 15, 16 und komm, einer, ne, bleibt dabei, 16 Splitter,
Also, jetzt sind wir bei 23, 16 waren es jetzt hier. Jetzt sind wir noch bei 77. 77, das sind 5 Mal. Ja, schaut gut aus, dass ich bis Ende der Woche ihn auf dem 7. Stern habe. Das ist doch schon mal gar nicht mal kein schlechter Anfang. Das ist doch schon eine sehr gute Sache. 7, ungefähr 5 Tage noch, dann habe ich ihn. Und bei ihm dauert es eine gute Woche. Dann habe ich ihn auch auf dem 7. Dann habe ich ihn auch auf dem 7. Stern. Und dann kann ich mich dem nächsten Ziel widmen. Dass ich dann, muss ich dann überlegen, wen ich dann als nächstes auf bei der Cantina farmen. Und Cantina ist halt gerade in der Anfangszeit so wichtig. So was von unglaublich wichtig. Weil da so viele Charaktere sind, die man einfach braucht. Und deswegen ist es so was von wichtig. Das kann sich kein Mensch vorstellen. So. Also. Nächstes hier. 3, jetzt brauchen wir noch 4, dann haben wir für sie den 3. Stern. Schauen wir mal, was da jetzt. Schauen wir mal. Jawohl, das gefällt mir, das ist doch genau das, was ich haben wollte. Perfekt. Das kriegt sie. Und das auch. So, was haben wir denn hier? Da brauchen wir 5. Das ist auch nicht allzu schwierig. Und das ist alles. Oh, das schaut doch super aus. Sie auf Ausrüstungsstufe 8. Das ist doch super. Perfekt. Genial. Das macht doch Spaß. Ja. So. Ihr Gegenstück muss natürlich auch gefarmt werden, ganz klar. Da. Dann zum Schluss Count Dooku noch on top, obendrauf, und zwar auf der hellen Seite. Dann habe ich sie nämlich alle. Dann sollte ich hier einen noch bei der tägliche Aktivitäten. Ich glaube, einer müsste noch für die helle Seite. Mod-Energie, Mod-Herausforderungen. Genau. Ne, die Kämpfe der hellen Seite habe ich ja schon am Anfang gemacht. Da hätte ich ja gar nichts für Count Dooku machen müssen. Stimmt ja. Also, jetzt muss Trupp-Arena, Mod-Kämpfe, Flotten-Arena und die Flottenkämpfe. So. Flottenkämpfe machen wir als erstes Sunfag. Da kommt jetzt diesmal nichts. Aber ich werde jetzt aber auch Sunfag nicht nochmal holen, weil ich will weiter sofort Einsiedler Yoda. Den will ich sofort gleich haben. Und Mods nehmen wir uns natürlich jetzt wieder diese hier vor. Gesundheitsmods. Aber da krieg ich momentan nur Eise. Nur komplette Eise. Nix Gescheites für die gute Bastila-Schan. Nix Gescheites. So, jetzt können wir das hier. Okay, jetzt bekommen wir hier noch 80. 100. Und das sind jetzt nochmal 320, dann sind wir bei 8. Ja, also ich gehe davon aus, entweder morgen oder allerspätestens übermorgen werde ich Stufe 78 haben. Also kann ich da jetzt in diese Richtung bedenkenlos. Hier kann ich sowieso, muss ich noch 7 Minuten warten. Und bei den Schiffen kann ich jetzt bedenkenlos hier das hier bis zum Ende machen. Genau, weil ich brauche Spielerstufe 78 und die werde ich mit Sicherheit heute nicht mehr erreichen. Somit kann ich das machen. Aber vielleicht beim nächsten Mal.
Genau. Moment. Stufe 8, wie gesagt, da brauche ich noch 15, aber das sehe ich jetzt in diesem Fall nicht ein. Das werden wir anders regeln. So, jetzt tue ich noch ein paar Fähigkeiten für Vader rausrücken. Den furchterregenden Schlag. Genau. Genau, diese Sachen brauche ich. Ich muss das alles schon ein bisschen verteilen. Jetzt das letzte. Ich habe ja vorhin für den IG-86 Wächter-Druiden, den habe ich ja vorhin auf dem vierten Stern. Genau. Mehr war es bis jetzt nicht. Und damit ist auch diese Folge. Jetzt haben wir schon wieder 4000. Und damit werde ich jetzt diese Folge beenden. Also Leute. Wenn es euch gefallen hat. Gibt es wieder einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, Servus und natürlich möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Ciao und Servus.